und herzlich willkommen zurück zu unserer nächsten Schicht von unserem Police Simulator. Wir gehen heute hier hin und machen eine Fahrzeugstreife. Mal gucken, was es heute hier erwartet. Ja? Mal schauen. Wir haben heute eine Fahrzeugstreife in Historic Downtown. Geht mal bitte weg. Hallo. Oh, Leute. Ne, ich bleib hier stehen. Naja, passiert. Da vorkommen. Hallo? Aha, ich wollte gerade sagen. Wir hatten in den letzten Tagen reichlich Anrufe. Haben wir noch ein Auto? Da. Halten Sie die Augen offen, ja? Verstanden. Wir haben einen Notfall. Dringend Antwort erbeten. Bin unterwegs. Verfügbar? Ich. Ist, glaube ich, gerade ziemlich egal. So, ein schwerer Unfall in Buffon Landing. Ich habe die Web gerade nicht mehr im Nachladen, um Laden nachzukommen. Ich bin am Unfallort eingefahren. Was ist denn der Unfall? Hier ist gar kein schwerer Unfall. Ah doch, kann sein, dass hier vorne. Was Sie gesehen haben. Ich war vielleicht etwas zu schnell. Tut mir sehr leid. Mhm. Bitte zeigen Sie mir Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein. Ja, Officer, bitteschön. Ich habe gerade momentan noch nicht so wirklich. Warte mal. Das ist kein Waffenschein. Das ist noch nicht mal ein Fehl. Oh, Alkohol und sie hat noch nicht mal einen versicherten Schein. Gut. Alkoholtest. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. Wir haben ja Alkohol gerochen, ne? Die ist ein bisschen angetrunken. Gut. Machen wir noch einen Drogentest schon hinter? Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. Ne, negativ. Beides. So. Machen wir mal eine Untersuchung. Nehmen Sie bitte langsam die Hände hoch. Ich werde sie durchsuchen. Vielleicht hat sie was dabei. Eigentlich nichts. So. Okay. Verstoß bestraft. Du hast auf jeden Fall keinen Versicherungsschutz. Fahrer. Kein Versicherungsschutz. Strafzettel. Hier ist ein Strafzettel wegen Fehlens einer gültigen Versicherung. Sie vermiesen mir den Tag. Jo. So. Gut. Dann werden wir jetzt erstmal kurz schauen, was an dem Auto überhaupt wird. Das ist ja gar nicht dran eigentlich gefühlt. Warte mal. Hast du noch irgendwas gesehen hier? Nee, du hast gar nichts gesehen. Du schießt einfach nur hier. Gucken wir mal wegen Fotokamera, ob da irgendwas an dem Auto irgendwas da ist. Ja, das ist natürlich jetzt auch weg. Ist das eigentlich nicht los? Fotokamera ablegen. Fahrzeug wollte ich suchen. Ein Busticket? Ja, vielleicht kann sie das gleich gebrauchen. Was auch immer die mit den menschlichen Zähnen. Gut, das kann von ihrem Kind sein. Vielleicht hat sie ja sind es Milchzähne oder so.
Nix. Ein paar Münzen dabei. Theoretisch könnte ich die jetzt ich glaube, ich nehme die alle fest, wegen Betäubungsmittel, Alkohol, Arm, Steuer. Ich verhafte Sie wegen Trunkenheit am Steuer. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte, tun Sie das nicht. So. Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Mit dem Meckern, weiß ich's. In dem Bericht steht ja quasi nichts drin. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Klar, ein Abschlepper ist schon unterwegs zu Ihrem Standort. Bestimmt irgendwas falsch. Ich wundere mich, warum hier überhaupt ein Noteinsatz ist, weil hier ist eigentlich gar nichts. Aber gut. Zur Knolle dazu. Punkt. Wissen ja. Kommt ja nichts? Ich höre schon, doch der Hölle fordert gerade schon was, oder kommen die gar nicht erst? Kommt der Abschlepper oder kommt der. Ah, okay. Sehr gut. Noch hin. Zwei schleppt ihr erstmal die Karre da ab. Hey Partner, ich habe gerade in deiner Nähe geparkt. Bin gleich bei dir. Okay. Hey Partner, ich werde die verdächtige Person direkt in Hand nehmen. Du bist besoffen gefahren. So, Unfallstelle ist geräumt. So, dann zieh die jetzt zurück mit. Ja, scheint mal zu klappen diesmal. Also, da haben wir ja schon mehrmals Bugs gesehen, wie es nicht funktioniert hat. Aber die wird jetzt erstmal. Ja. So viel zum Thema Bugs. Du hast mich gerade. Was auch immer gerade da los ist. Wo gehst du spazieren? Sag mal. Warte mal kurz. Fahren? Ja, wir verdächtigen Fahrzeug. Ich habe Sie herausgewunken, weil Ihr Fahrzeug nicht in der Spur bleibt. Unmöglich. Ich bin ein sehr guter Fahrer. Gefühlt hast du mich aber gerade. Oh, bitte zeigen Sie mir Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein. Ja, in erster Linie hat er mich ja gerammt. Okay, keine Waffen. Okay. Ich rieche Alkohol. Steigen Sie bitte aus Ihrem Wagen und gehen Sie auf den Bürgersteig. So. Gut. Jetzt mache ich mal erstmal eine Durchsuchung. Es war Alkohol. Ich nehme nur schnell eine Probe, ja, riecht der Alkohol. Ob Sie betrunken gefahren sind. Ja, bist du. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel genommen haben. So, erstmal die ein bisschen besoffen gefahren, damit hat sich das schon mal erledigt. Sie Alkohol. Sind festgenommen, da Sie betrunken gefahren sind. Bitte tun Sie das nicht. So, du bist erstmal auf jeden Fall
Müssen wir mal Verstoß bestrafen, fahren. Geschwindigkeitsbeschränkung, Fahrer, Fahrzeug. Nee, das nicht. Fahren. Fahrer. Da kann ich jetzt nichts machen. Ich kann die verhaftete Person noch nicht begleiten. Durchsuchen. Nehmen Sie bitte langsam die Hände. Er darf keine Waffe nehmen. Also sollte er jetzt eine Waffe dabei haben, ist das Thema gegessen. Ich meine, er wird eh besoffen, ist im Esel besoffen Auto gefahren, von daher. Okay, USB-Stick, hat er nichts wirklich dabei. Gut, ich werde jetzt mal kurz ein Auto durchsuchen. Ich meine, verhaftet ist er sowieso wegen Fahrzeug durchsuchen. Ist er sowieso wegen Auto fahren. Und Alkohol, und vor allem hat er mich gerammt. Süßigkeiten und Salat. Gucke. Ah, wie gesagt, da an der Seite hat er mir alles schöner mitgegeben. So, nochmal gucken. Keine Gegenstände. Hinten ist nichts, bisher noch nichts gefunden. Auch hier nichts. So, gucken wir mal, was hier drin ist. Jetzt hoffen wir vielleicht, dass er Glück hat, dass er eine Waffe hat. Ich hatte jetzt immer noch bis... Okay, er hat nichts gefunden, aber er wird definitiv das Auto erstmal verlieren. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. So. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden, wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Tja. Er ist ja quasi mehr oder weniger besoffen Auto gefahren, hat mich gerammt und damit ist er sein Auto los und auf jeden Fall erstmal ein Knast. Ausrichtungszelle und so. Jo. Bitte kooperieren Sie und begleiten Sie mich zum Streifenwagen. Zu Ihren Diensten, Officer. So, gut, dann ist der zumindest auch mal weg. Und der Abschleppwagen kommt sofort jetzt. So, ich gucke jetzt mal, ob ich ein Foto mache, zumindest noch, bis vor dir weg ist. Das bringt zwar nichts, aber habe ich hier mal so eine Maus und habe ich nichts. So, jetzt müsste der Abschleppwagen kommen. Und wenn ihr den mal jetzt einbuchtet, okay. Können Sie mir sagen, was Sie gesehen haben? Ich stehe unter Schock. Keine Ahnung, was passiert ist. Okay, das gehört auch zu dem Unfall. Ihren Personalausweis und Ihre Versicherungskarte, bitte. Klar, bitte sehr, Officer. Das dürfte doch von dem Notfall sein. Die hätte einen Waffenschein, Ablaufdatum 20.12.22 Uhr gerade noch. Der ist okay. Kennzeichen 1DGQ08. Merken wir uns. Ist aber okay. Passt zum Auto. So, gucken wir mal, ob die irgendwas hat. Ob die irgendwie Durchsuchung. Ich muss sie durchsuchen. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen. Vielleicht hat sie ja noch irgendwas. Oh! Marihuana. Aber sie darf ja. 28 Gramm darfst du meines Wissens. Ne. Okay. Machen wir mal einen Test auf Alkohol. In Ordnung. Ich werde nur mal schauen, ob sie unter Alkoholeinfluss stehen. Nicht viel. Drogen. Ich muss nur testen, ob sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Negativ. So. Hier ist Ihr Unfallbericht. Das scheint in Ordnung zu sein. Danke, Officer. Gut. Jetzt checke ich kurz ein Auto durch, ob da nicht noch was ist. Rein theoretisch hat sie ja nichts gemacht.
Okay, es war unrechtmäßig. Dann lasse ich die. Das wollte jetzt weniger, meine Punkte wieder verliere. Ihre Schicht ist um, Officer. Alles klar. Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. So, Unfall abgeklärt. Und die dürft jetzt fahren. Wie gesagt, sie hat nichts eigentlich am Start. Unfallstelle ist damit geräumt. Und wir fahren jetzt heim. Gut. Wir müssten eigentlich nur der Straße folgen. Und damit haben wir auch den Noteinsatz. Geklärt. Den ja letzte Folge noch passierte. So, fertig. Jetzt gehen wir und machen hier Feierabend. Jetzt komme ich sogar in ein anderes Police Department, als wir vorher hatten. Aber ist nicht schlimm. So, Ende für heute. Nein, weil ich Punkte abgezogen bekommen habe, ich minus 25. Wieso habe ich minus 25? Wieso habe ich noch gemacht? Negativ, negativ, okay. Was ist denn da gemacht? Rein theoretisch habe ich doch alles gemacht, ist okay. Weil mich das jetzt schon wieder alles negativ ist. Ja, egal. Allee von Handschellen, okay. Abforderung des Abschleppdienstes. Ja, egal. Gut, machen wir Feierabend für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir mal, was passiert.